Guten Tag. Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Silent Hill 2. Im Agro-Mod. Nein, im Kyrom. So, der guckt immer noch so immer mal auf Eddie. Aber ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas nehmen können. Müssen wir mal gucken, wo wir rauskommen. Also, ich weiß es nicht. Schau mal, jetzt sehen Sie auf die Uhr. Ja. Oder? Watt 1. Nicht schlecht, nicht schlecht. No? Herr Speck. Ja. Lange Ladesequenz. Ey, wirklich, was denn da los? Oh. Das was Gutes halt. Es ist ein bisschen nebelig, würde ich sagen. Ja, es ist halt. Du hast doch übrigens die Knarre in der Hand, also. Ach so, ja. Könnte man mal. Oh. Oh. Ich nehme mal lieber doch eins. Ja. Nagelbrett nehmen wir mal wieder. Nagelbrett. So, und hier gucken wir uns erst noch kurz noch um. Machen wir. Nö. Okay, nix. Nisch da. So, wir sind jetzt am Pier, denn wie ihr euch erinnert, sind wir. Speicherpunkt. Ach so. Wie ihr euch erinnert, wollten wir ja mit dem Boot ans andere Ufer fahren. Wie ihr euch wahrscheinlich nicht erinnert werdet. Ne? Wie ich mich erinnern werde, kann. Ist das nämlich so. Und jetzt fahren wir nämlich mit dem Boot. Wenn wir denn ein Boot haben. Oder so. Oder schwimmen. Nee, wir fahren schon mit dem Boot. Das kann ich schon so sagen. Schwimmen, schwimmen. Hier ist ein Boot. Rinder. Wart ein Zufall. Na, ob das hält. Ob wir daher auf, am anderen Ufer ankommen, man weiß es nicht. Machst du irgendwas, Neva? Ich mache gerade noch nichts. Noch nicht. Musst du? Ich muss gleich. Ich muss gleich ran. Ran an den Speck. Und wir verschwinden im Nebel. Fische. So, jetzt kann ich. So, wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Das ist eine ganz tricky Sache hier. Wir müssen nämlich so lang fahren, bis wir das Licht sehen. Was für ein Licht? Am anderen Ende. Das ist, keine Ahnung, Leuchtturm oder so. Du musst aber beide machen, nicht nur einen. Okay. Okay. So, können wir auch in eine falsche Richtung fahren? Ja. Okay. Man braucht ungefähr 5 Minuten hier. Echt jetzt? Und man muss halt dem Licht entgegenfahren. Wenn man das Licht sieht, dann ist das der richtige Weg. Wir sehen zwar noch kein Licht, aber... Ja. So, das ist nämlich jetzt ganz, ganz tricky. Das ist... man ist jetzt im Nebel so verschlungen. Okay, ja. Guck mal gerade, ob ich irgendwie schneller fahren kann oder so. Sieht eher aus, als würdest du die ganze Zeit im Kreis fahren. Das ist nämlich jetzt irgendwie so so ein bisschen Zeit zum Nachdenken. So über die Taten nachzudenken, was jetzt in Silent Hill passiert ist. Das ist denkt über eure Taten. Ganz, ja, nicht storytechnisch, sondern so, ja, atmosphäretechnisch mit eingebaut, dass man einfach jetzt Mutter sehen allein, wie man halt im Prinzip die ganze Zeit in Silent Hill unterwegs war, muss man jetzt hier so lang fahren. Oh, du bist an der Wand, an einem Stein. Ach, ja. Deswegen fährt er wahrscheinlich so langsam. So, warte mal, ich drehe mich mal ein bisschen um. Vielleicht sehe ich ja irgendwo das Licht. Naja, fahr einfach immer weiter irgendwie. Keine Ahnung. Nicht, dass du wirklich einfach wieder zurück... Du hast dich jetzt so oft... Ah, da ist ein Licht! Da ist ein Licht. So, da müssen wir nämlich hin. So. Sehr gut, sehr das gut. Das ist das Licht, was es anzeigt. So, und jetzt fahren wir echt... In den Tod. Jetzt fahren wir echt halt eine ganze Weile. Also, das ist halt wirklich so, wie... Schönes ich, Wetter. Wie ich sagte, also man muss halt... Oder man denkt jetzt so, ja, scheiße, alles allein, alles so isoliert und das ist halt so der Sinn dieses Dingens hier. Man kennt ja auch in verschiedenen Silent Hill Titeln, in auch späteren gibt's auch so endlose Treppen, die man einfach 2-3 Minuten mal hoch oder runter laufen muss. Und das hat einen ähnlichen Zweck und Sinn, dass man halt so die Isolation merkt, wie gottverdammt allein man da ist. So ist das ja. Also Silent Hill ist sehr, nicht nur moralisch angehaucht, sondern auch poetisch. Auf jeden Fall. Wie man sieht. Nicht? Vielleicht eher philosophisch. Philosophisch, ja. Das. Nicht poetisch. Ja, möchte ich damit sagen. So. Das hat war jetzt keine 5 Minuten. Ja, aber okay. Ich habe beim ersten Mal habe ich vielleicht ein bisschen länger gebraucht. Da wusste ich wahrscheinlich auch nicht wohin. Wohin? Das stimmt. Ankerlichten. Ist ein Boot gewesen. Mhm, ein Schiff. So, und wir sind im Kreis gefahren und sind jetzt wieder am, ja. am anderen Pier. Am gleichen. Am gleichen, ja, meine ich doch.
dann kann ich ja aussteigen. Probieren wir mal. Ne? Das ist nicht lustig. Nee, es ist wirklich voll sehr tragisch nachdenklich. Und so weiter. Ha! Der Captain ist angekommen. Oh, Captain, mein Captain. Das ist mein Land. Na, woher stammt der Spruch? Der Praterot? Weiß ich nicht. Dieser Ort hat sich in den 3 Jahren überhaupt nicht verändert. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist nämlich der Lieblingsort oder einer der Lieblingsorte von James und Mary. Deswegen. Maria. Nee, Mary. Die richtige Frau ist Mary. Ach so. Maria ist die nuttige, jüngere Version. So, und schön nichts. Auf jeden Fall zitiere hier nicht irgendwelche Sätze, wo du nicht weißt, wer die kommt. Nicht rechts, aber links mal langlaufen. Martion. Hast du aber gerade. Was? Oh, Captain, mein Captain? Ja. Ach so. Siehst du nicht. Das sagst du immer. Ja, ich weiß, woher es kommt. Ja, ich rezitiere nur dich. Mhm, ist klar. Muss schon richtige Quellenangaben hier machen. Ja. Oh, Captain, mein Captain. Von Sunny nach... Und dann nach wem das zitiert ist. Nicht da hoch, andere Richtung noch. Warum denn? Na, vielleicht, na, halt nicht, dann das geh rein. Das ist die Boss-Tür. Ach, Quatsch. Doch nicht, wir kommen hier nicht irgendwo an und schon ist ein Boss-Fight hier. Okay, dann ist da halt nichts mehr. Hier ist ein Tor. Das Tor ist zu groß, um drüber zu steigen. Ich bin gefangen. In einer Welt voller Nebel. Das alte Herren. Jetzt sind wir in Resident Evil 1 übrigens. Das alte Herrenhaus. Da ist eine Karte. Nimm die beschissene Karte. Lakeview Hotel. Waiting for you. Eich, Herr. Ja. Eich, warte auf dich. Captain Eich. Was ist das? Zimmer 312. Das ist das Zimmer, das Mary und ich bewohnen. Bewohnten. Hat ich ja gesagt. Ja. Mary, bist du hier? Oder vielleicht dort? Ich habe eine Karte des Hotels. Für Gäste. Meint du, dass die Gäste hier eine Karte brauchen? Ja, aber wirklich. So, jetzt haben wir eine schöne jetzt Karte. Jetzt können wir wieder in jedes Zimmer reingehen. So, mal Kamera wechseln hier. Sieht ja schon echt sehr angenehm aus hier. Wenn mit bisschen mehr Licht wäre, super. So, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal rechts, da ist nicht so viel. Wir gehen erstmal in den Geschenkeshop. Restaurant. Restaurant? Ja. Ach so. Lakeshore, und zur Café Tuluka. Mal zur Rezeption mal ausrufen lassen. Mary, bist du hier? Ja. Okay, anscheinend... Da kann ich rein. Ja. Ich hab die Maus aus... Ach nee, doch nicht. So. Ich habe kein... Ja, ich weiß nicht, ob... Das habt ihr gerade nicht gesehen. Da ich, liegt was. Mein PC sagt... Okay. Ah. Scare you? Yeah, you did. Das hab ich total vergessen. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Lieber James. My dear James, halt. Oh. Liebste Laura, ich habe diesen Brief. Rachel anvertraut, damit sie ihn dir gibt. Bin ich gegangen. Alter. Ich bin jetzt weit weg an einem schönen, wunderschönen Ort. Bitte vergib mir. Jetzt hör damit auf. Dass ich mich nicht bei dir verabschiedet habe. Pass auf dich auf, Laura. Sei nicht zu streng zu den Schwestern. Und Laura, was James betrifft, ich weiß, dass du ihn hasst, weil du meinst, er wäre nicht nett zu mir. Aber gib ihm bitte eine Chance, Entschuldigung. Es stimmt, dass er manchmal etwas grob ist und nicht oft lacht, aber im Inneren ist er wirklich ein sehr netter Mensch. Laura, ich liebe dich wie meine eigene Tochter. Laura, ich liebe dich wie meine eigene Tochter. So, du musst das mit Inbrunst, nicht mit Agrolest lesen. Wenn sie die Dinge anders entwickelt hätten, hätte ich dich gerne adoptiert. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 8. Geburtstag, Laura. Deine Freundin für immer,
Mary. Jetzt war alles andere als schön vorgelesen. Es war sehr episch. Nee, es war gruselig. How old are you? 9. 8. Ah. I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! Die rennt wie so ein Gollum. Ja, vielleicht ist Mary vor 3 Jahren nicht gestorben. Vielleicht hängt Laura aber auch schon seit 3 Jahren drin. Schlüssel. Ich habe den Schlüsselfisch. Also den Schlüsselfisch. Den Schlüsselfisch. Ja gut, es gibt Schlüsselschwerter, es gibt auch Schlüsselfische. Ja. Ja. Yeah. Oh oh. Das klang sehr groß, das klang nach Aquaman. Aquaman, Alter. Einer von den neuen Superhelden, Aquaman. Ich würde irgendwo reingehen an deiner Stelle. Was liegt denn da? Was ist das? Ein Riesenvieh. Oh Gott, was ist das? Kommt da aus der Ecke. Wo gehen wir hin? Du kannst halt da rein oder geh in die ins Café. Ins Kaffe. Ins Kaffe. Oh, Kaffee trinken. Alter. Da rechts rein, da rein, da rein, da rein. Alter, was ist das? Das ist Aquaman. Wieso gehst du runter? Ja, wir müssen hoch, ne? Ich dachte, es geht nach oben. Nee, das ist scheißegal. Oh Gott. Aber oben sind doch noch Toiletten und sowas. Willst du das Klo? Ja. Na, gehen wir erstmal hier hin. Ja, gut, also okay. Hier ist ganz unten. Okay. Da sind auch Toiletten. Und hier haben wir wenigstens Ruhe. Vor diesem Mistvieh. Na, toll. Und Klos sind bei Silent Hill nicht mal gerne gesehen. Was ist da? Das ist ein, okay. Elektroschrank hier. Ja, ja. Das ist kein Witz. Kannst du beim Bild... Ah! Oh Gott, alter Mann! Geschrieben wie Mädchen. Ja, aber ohne Scheiß. Ha! Ja, toll, jetzt hat oh er... Oh Gott. Und ich sag noch, wir haben hier Ruhe, ey. Ja, ja. Da liegt was. Dose mit Verdünner. Schlag die doch einfach, meine Güte, Pussy. Ja, ganz toll. Ich find nichts. Achso, das war verschlossen, wa? Hinter dir war verschlossen, ne? Ja, sind die weg? Da war verschlossen, oder? Ja, da war verschlossen. Gut. So, Verdünner. Da steht aber oben drauf. Verdünner, ne. Da, schlag die Beine. Glaubst auch immer, was bei Schildern drauf steht, ne? Ja, Alter. Normal. Tritt drauf. Auf so. Die Beine. Auf welches? Auf irgendeins. Alter! Das ist. Wäre es nicht. Oh. Früher war es wirklich gruselig. Jetzt ist schon. Hat's was Witziges. Okay, so da war alles zu. Dose mit jetzt gehen wir wieder nach oben zu dem Vieh. Haben wir jetzt? Ja. Haben wir die gesucht? Nee. Alter, und was ist das? Ich muss was orientieren. So, Lobby kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Da rechts zu den Toiletten. Da sind die Zimmer auch. Ah, da sind auch noch andere Treppen. Alter, was ist das? Da rein einfach. Ja. Oh. Da hast du gar nicht gemacht gerade. Ja, warte mal. Hast du Angst vor denen? Ja. Echt? Ja. Ein bisschen. Beine. Schlag die Beine. Oh. Oh. Alter. Noch mehr Beine. Oh! Mensch. Und die halten zu viel aus, ey. Okay. So, jetzt orientiere ich mal. Jetzt haben wir wieder Ruhe, ey. Alter Vater. Oh. Ach, hier ist ja viel, Mensch. Aber war da nicht gerade, sind da nicht Räume gerade gewesen? Da? Ja. Oh, da liegt was. Toilettenpapier? Da liegt was. Patronen. Patronen für Pistole. Also noch mehr Patronen. Noch mehr Patronen. Toilettenpapier. Nein, Patronen. Da. Ich brauche Toilettenpapier. Noch mehr. Okay, das war's. Da ist noch was. Gewehrpatronen. Alter, das ist gruselig. Wir brauchen ganz schön, hier ist ganz schön viel... Toilettenpapier. Ja, das auch, aber Patronenzeug. Da vorne weiter, aber auch noch... Achso, da kannst du nicht weiter. Nee. Na gut.
Aber hier genau, links so, und rechts. So, hier ist Ende und da ist zu und da ist zu. Natürlich. Dann können wir die Dingens jetzt nutzen. Die andere, ja, hinter dir. Nee, da schon, stimmt schon. Na, ich würde die Räume erstmal abgehen. Na, komm ich ja nicht durch. Ach so, oh. Ja, ne? Muss ich jetzt erstmal hier Treppe nach oben nehmen. Alter, was ist das denn? Das ist so eine Absonderung. Das ist so, sieht aus wie ein Nilpferd mit einer Metallplatte auf dem Kopf. Oh, ja, hat ein Brett vom Kopf, ne? Alter, das ist unglaublich. So, gehen wir erstmal nach links. Erstmal systematisch die Sachen hier absuchen. Du und Systematik. Systematisch. Ja, Systematie wollte ich sagen. Systematie. Ein Medikit. Oh, sehr gut. Da ist noch irgendwas? Klebeband oder so. Ja, da irgendwo, da. Da? Nee, da, Schrank. Ach da, Patronenhülsen. Alter, Schrot. Die andere will er nicht da. Nee. Also langsam macht's mir echt Angst. Ja, wir bereiten uns auf den Bosskampf vor. Ja, ja, ich... Also die Rüstung setzt nochmal schön aus. Immerhin, das ist so nett. Da ist nichts. Also so, hier ist nichts weiter. Ja, da wolltest du lang gehen. Ja, ich will mal erstmal gucken hier, wo wir schon drin waren, wo nicht. Das ist ja wenigstens das Gute an Silent Hill, dass die das schön auf den Karten einzeichnen. Das ist noch echt sehr, sehr entspannend. So, hier liegt auch noch viel Patronenhülse. Da, auch noch. Da liegt was. Auf dem Tisch. Auf dem Entschuldigung. Auf dem Schreibtisch liegt ein aufgeschlagenes Buch, sieht aus wie ein medizinisches Buch. Ich habe schon genug medizinische Bücher gelesen. Keines von ihnen hat mir je etwas genützt. Ein so, Drink. Ein Drink, ja. So. Und der Zettel da? Na ja, Zettel. An der Ecke vom Schreibtisch. Das ist ein Buch. Es sieht nicht so aus, als könnte es von irgendeinem Nutzen sein. Auf dem Schreibtisch da? Haben wir doch gerade angeguckt. Ja, da ganz in der Ecke, das... Das können wir nicht nehmen. Okay, gut. Also das wollte ich ja ursprünglich anklicken, aber der hat das Buch genommen. Deswegen. Da ist auch was. Jo. Schrotpatronen. Das war's. So, wir klicken trotzdem mal alles an hier. Ein Buch, ja, das könnte nicht von einem Nutzen sein. Nur Mist hier, nur Bücher, die wir nicht nutzen wollen und können. So, und die Zeit ist auch slowly um. Ja. Ja, liebe Freunde, wir rüsten uns hier voll auf, ja. Bald könnten wir Rambo sein, ja. So krass sind wir jetzt schon mit Patronen ausgerüstet, jeglicher Art. Und morgen geht's weiter mit diesem Lakeview Hotel. Da spielt die Sunny wieder und mal sehen, ob uns komische Monster noch verfolgen. Und das gehe ich stark von aus. Ja, morgen 21 Uhr geht's weiter mit Silent Hill 2. Wir freuen uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.